Moin Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier Let's Play Alice 19 auf meinem Kanal. Heute Mega Mittwoch, mindestens 2 Folgen. Ob es noch eine weitere Folge gibt, kann ich noch nicht genau sagen, deswegen weiß ich noch nicht, wie spät es jetzt ist. Ich weiß nur, bei mir ist immer noch Samstagabend, nachdem ich den Rechner neu aufgespielt habe. Noch funktioniert alles, toi toi toi, warum nicht zu laut sagen. Wollen wir lieber, wenn wir das schon. Bitte. Und, ja, wie ihr seht, heute eine Folge mehr. Wenn ihr Bock habt, nächsten Mittwoch auch mehr zu sehen, wisst ihr, ne? Daumen nach oben und weiter mit Nerven. Viele von euch machen das eh. Und für die anderen fühlen sich jetzt vielleicht auch noch mal leicht genug. Entweder ein Like oder ein Dislike da. Ich kaufe irgendwas. Macht irgendwas. Ich nehme noch ein bisschen Gras, kaufe uns aber gleich einen schönen Schwader. So schön wird er wahrscheinlich gar nicht, weil wir gar kein Geld haben für den größten, aber den mittleren, also den kleinen kaufen wir nie. Habt da doch so komische. Komischen altmodischen. Sehr merkwürdig. So, mit dem wir zum Shop fahren und uns irgendwas gönnen. Das Ganze nochmal zusammenrechnen, was Ballenpresse, Ballensammler und Fahrer angeht, ob wir eine kleine Chance sehen, dass wir uns doch alles kaufen können. Eine andere Überlegung ist natürlich nachher auch zum Beispiel eine Ballenpresse erstmal nur zu mieten. So eine einmalige Geschichte erstmal hier. Oder halt den Rundballensammelwagen nur zu mieten, weil ich glaube schon, dass es irgendwann bald in ein paar Wochen Mods geben wird, wieder mit automatischer Ballensammeltechnik. Unsere geliebten Autos. Ja, auch in, genau, fällt mir hier natürlich nochmal ein, auch nochmal offiziell in meinen Let's Plays, habe ich so glaube ich noch gar nicht gesagt. Vielen, vielen Dank an Jenny, vielen Dank an Holger für die Kekse, die er uns hat bekommen lassen. Also wir haben schöne Weihnachtskekse gekriegt von Holger und Jenny, vielen, vielen Dank dafür, denn Manus und Friesi haben es bisher wohl noch nicht geschafft. Weihnachtsplätzchen, ich weiß es nicht, wir haben sie bisher auch noch nicht wieder getrübt sozusagen, haben auch gar nicht mit her geschmeckt. Von daher, vielleicht müssen wir da nochmal erinnern, wie sich vielleicht doch mal hin. Werden wir mal schauen, werden wir berichten. Hier können wir nicht nähen, das macht keinen Sinn. Aus. Karten auf. Das hier aufgeklappt. Platz. Ich habe richtig ein paar Geräte zusammen hier. Ich muss erst klappen, kann ich nicht abkoppeln. Wir schon mal schauen, ob es neue Missionen gibt. 20 wahrscheinlich. Vielleicht mit dem eigenen Gerät, ne? Wenn wir gleich fertig sind, können wir natürlich überlegen, was JCB sonst noch zu tun hat aktuell, dass wir das machen. Oh, es fällt 26, ist das kleine da hinten. Schnell, schnell, schnell. Oder nicht gut gehen, ne? Selbst schuld. Wir kriegen uns diese Mischwagen hier. Da sind immer noch so viele Betonmischer unterwegs, ne? Mal gucken, ob das in einem nächsten offiziellen Patch weniger ist, das Ganze. Fahrzeugverteilung aufgeht und einfach vielleicht nochmal 3, 4, 5 Fahrzeuge mehr reinbringen. Kann eigentlich das anscheinend nicht so das Problem darstellen. Gut, wollen wir einmal kurz mal. Wir brauchen als erstes Fahrer. Guck mal, ich überlege, mit der 30 zu 8, mit der 50.
Der kostet 30.000, einmal kostet 23. Komische alte Technik. Dem kann man 18 km/h schnell fahren, mit dem auch 8. Tun sich nicht viel, außer 7.000. Wenn wir mal mit dem schlimmsten Fall mit 30.000, dann hätten wir jetzt noch 94.000. Weinpresse. Hier, ne? Und bei Folie. Ich kann auch noch lila Folie nehmen. Ich kann die mal rosa nennen. Bei 76.000. Und wissen wir, dass wir keinen Kunden haben. Für ein. Kostet nämlich 39.000. Dann teuerste Gerät ist natürlich die. Das kostet uns das zu leihen. 6.000 mal die Gimmick. Können wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Wir nehmen so ein. Kostet 3.000 in der Leasingrate. Bein war Sammler. Hier haben wir noch 100. Passt so oder so nicht. Geräte verkaufen oder so macht keinen Sinn. Die Maschine arbeitet noch. Ja, unterwegs. Der hat nur 8 km/h. Ich glaube, der Traktor ist ein bisschen wach auf der Brücke. Das ist für die Seemaschine, ne? Wir wechseln mal. Den raus und dann den JCB davor. Und die Spritze ist fast leer. Das hat ganz gut gepasst. Gehen so um und bei geschätzte, einfach jetzt mal in den Raum geworfen, 15.000 oder so. Was müssen wir leihen? Das kaufen können wir nicht. Schwierig zu sagen. Beinpresse, ich glaube, Rundbein werde ich nicht so häufig machen. Also wir kaufen uns einen ordentlichen Schwader, das steht fest, weil den brauchen wir bestimmt mal wieder. Mal hoffen. Ja. Das andere leihen wir uns. Das ist natürlich die ersten Gulagebeine, die wir alle verkaufen können. Reicht wahrscheinlich die erste Ladung, ist komplett für die Mietkosten. Vielleicht sogar die ersten beiden Ladungen. Nicht machen. Und dann müssen wir hier noch Dünger ausbringen. Können wir erstmal gar keine Spritmission machen. Direkt Düngerstreuer hinterschicken, sobald fertig ist. Das ne? Gut aus. Oder da aufgeholt hat. Sind wir immer noch bei dem Problem. 62.000 kostet der große Schwader mit 14,8 Meter. Ist auch interessant. Nur 110 PS. Gar nicht mal übermäßig heftig. Beides andere Line, mega Schwader. Hat natürlich Zeit. Oder wenn schon, denn schon, oder wie? Jetzt hier.
aber das beides andere nur Laien. Kaufen wir uns gleich. Soll das Wasser. Wir können uns gleich das große, ne? Wenn schon. Und sagen auch hätte ich gut. Erledigt. Haben wir gekauft. Nach dem Motto, ne? Viel hilft viel. Viel Großes. Heißt, wir müssen aber nur einmal rundherum fahren und eine mega Schwattreihe wahrscheinlich. Bestimmt auch. Bestimmt mein Bein treffen. Wart ja da wieder insgesamt Zeit und werden wir später wieder brauchen können. Wir können auch mit so einem Gerät natürlich Strohschwatt rein, der aus zwei Stücken machen. So ein bisschen schöner, schneller Stroh. Und dann wenn wir das nochmal machen. Wir sind auf der Marsch, werden wir das bestimmt mal wieder machen. Also wenn man in irgendeinem Feld hat, eine Offstation, Tiere brauchen und so. Hopp. So. Mal aus der, das Gerät. Der ist halt der Traktor auf jeden Fall. Für die und ich glaube, Gras verkaufen mit unserem Sammelwagen ist keine so coole Option, oder? Oh, der Dünger steuert tatsächlich die Sämaschine. Ja. Aber gerade so noch die Sämaschine noch eine Bahn mehr. Ich wünsche mal, wie viel Silagebeine wir da rauskriegen, ob sie das lohnt alles oder ob das irgendwie auch so ein bisschen ausgeschnittenes Geld ist, denn wir wissen ja, an LS19 ist alles nicht ganz so einfach, Geld zu verdienen. Also, wir brauchen jetzt nicht damit rechnen, dass wir hier das Geld verdienen, was uns das Gerät hier am Anfang gekostet hat. Das auf jeden Fall nicht. Also man muss mal überlegen, ob man mal runter rumfahren, ein bisschen mitziehen. Dann schon wahrscheinlich. Aber schön, das Gerät wird uns. Beinpresse werden wir uns mieten und den Sammelwagen vielleicht dann doch auch. Geht auch wieder weg. FF. Der Dünger oder Sämaschine, die sind durch. Gleich umsetzen, bevor. Ja, das ist auf der letzten Hand. Der Düngersteuer macht einfach drüben weiter. Ist ein Ziel für dich.
weitermachen. Ganz entspannt. Das machen wir in der zweiten Folge heute noch weiter. Denn es gibt ja auf jeden Fall noch eine weitere Folge am heutigen Mittwoch. Danke euch fürs Zuschauen, wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, mit gerne ein Like. Ich denke, so langsam sind wir hier ein bisschen produktiver unterwegs. Wir haben uns bis großes Arbeitsbild gegönnt. Einige werden sagen, oh, jetzt haben wir über den Kleinen genommen, jetzt ist es gerade gespart. Wir sagen wahrscheinlich, nee, genau richtig. Man hat das, hat man, und dann brauchen wir nicht in 1, 2, 3 Monaten uns denken, verkaufen wir den Kleinen für die Hälfte und kaufen wir den Großen. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge. Und tschüss.